Also wenn man Bach singen kann, ich habe es jedenfalls versucht, dann kann man eigentlich alles singen. Man lernt Legato, man lernt Atem, man lernt Ausdruck und jetzt sind wir bei den Rezitativen. Das ist fast eine der genialsten Sachen von Bach. Jedes Rezitativ ist anders und die Harmonik dort ist zum Teil so schräg. Da ist Beethoven, Mozart, die ganze Klassik sind Waisenkinder dagegen. Die sind eigentlich viel rückschrittlicher. Bei Bach geht es eigentlich direkt in die Chromatik, die dann Wagner später gemacht hat. Und nicht umsonst ist dieser Tristan-Akkord, der bei Wagner also offensichtlich die ganze Welt bewegt hat, gibt es bei Bach mehrmals in Zusammenhängen, das ist vollkommen selbstverständlich und nicht so prominent auf dem Teller präsentiert wie bei jetzt gerade beim Tristan-Vorspiel. Da plötzlich sind sie alle wach geworden und haben gesagt, Mensch, das ist ja harmonisch, was ist denn das, wo geht das hin, geht das nach A-Moll und da gibt es ja die tollsten Bücher drüber. Das ist bei Bach en passant schon alles drin gewesen. Und die Rezitative, ich habe die immer also versucht, so lebendig und so groß zu spannen, nicht diese Pausen, die ja aus rein atemtechnischen Gründen oder aus dramaturgischen Gründen natürlich sind, zu so krampfhaft einzuhalten, sondern immer komplette große Sätze zu machen, dass das eher ins Arios geht als diese kurzphrasigen Sekko-Sachen. Das wurde mir immer schon ganz von Anfang an attestiert, ich wäre so toll in den Rezitativen. Habe ich gesagt, das ist da toll. Ich sage immer, wer nuschelt und schlecht spricht, der denkt auch so. Die Textverständlichkeit, die kommt von ganz klein bei mir. Ich habe da nie was dran getan. Das war eine geistige Sache. Also wenn ich es selbst nicht verstehe oder verstehen will, wie soll denn der andere, der das zum ersten Mal hört, verstehen? Und diese Vokalbesoffenheit, die viele Sänger, besonders die Italiener, immer predigen, die finde ich absolut blöd. Weil wir transportieren keine Töne, die klingen und das ist die Schönheit der Stimme, aber wir transportieren immer Semantik, Sinn. Und Sie wissen, was Richard Strauss, muss diesen Satz jetzt wieder loslassen, mal gesagt hat: Die Sprache ist wie ein menschlicher Körper. Die Vokale sind das Fleisch. Und die Konsonanten sind das Skelett. Und ohne Skelett hält kein Fleisch seine Form und fällt in sich zusammen. Damit erklärt sich alles. Also ohne Text, und zwar richtigen Text, auch diese Längen und Kürzen der Vokale, die fast alle Sänger auch im Deutschen falsch machen, das ist so ein kleines Steckenpferd inzwischen geworden. Ich stelle das immer wieder fest. Also bei Fischer-Dieskau würde ich sagen, der macht das alles richtig und daher habe ich es auch. Es ist überhaupt mein Gott, was das Singen und immer gewesen. Ich habe also immer gesagt, wo haben Sie singen gelernt? Da habe ich gesagt, nicht bei Lohmann, sondern bei Fischer-Dieskau und vorher vielleicht beim lieben Gott. Also großes Talent und zuhören können, wie es einer paradigmatisch gut macht und toll macht.